Hallo Leute, mein Name ist Tams und in diesem Video zeige ich euch drei verschiedene Wege, eine Vorzeichnung für eine Tierzeichnung anzufertigen. Ich starte mit einer Technik, die die meisten Anfänger verwenden. Irgendwo wird begonnen und dann wird sich Stück für Stück durch das Motiv durchgearbeitet. Dabei fangen viele Leute mit den Augen oder einem anderen Detail an. Da ich meistens bei meinen Bildern von oben links nach unten rechts arbeite, dann verwischen Bleistiftzeichnungen nicht, habe ich automatisch mit dem oberen Ohr begonnen. Ich hätte aber genauso gut irgendwo anders starten können. Es spielt fast keine Rolle, wo begonnen wird, denn jeder Startpunkt ist gleich ungünstig. Diese Technik zum Vorzeichnen ist fehleranfällig, vor allem für Verschiebungen der Proportionen. Es wird sich zu sehr auf die Details konzentriert, bevor die Hauptausrichtung des Körpers steht, weil man eben nur Details hat, die man zeichnen kann. Aber auch wenn anfangs nur die Umrisse gezeichnet werden, ist dies fehleranfällig. Einfach weil man nicht genau weiß, wenn man links oben bei dem Ohr beginnt, wo man dann rechts unten beim Hinterbein rauskommt. Ich empfehle diese Methode nicht, da sie nur mit sehr viel Übung zu annehmbaren Resultaten führt und gerade am Anfang sehr frustrierend sein kann. Später wird sie meist eh nicht mehr angewendet, weil man sich praktische Möglichkeiten zuwendet bzw. diese erlernt. Ihr seht jetzt noch, dass ich die Zeichnung nochmal ein bisschen verstärke, also einfach die Umrisse nochmal nachziehe. Wie gesagt, es ist nur eine Vorzeichnung. Es ist keine fertige Zeichnung, nicht einmal eine Skizze. Theoretisch könnte ich daraus jetzt ein voll entwickeltes Bild machen. Und mit zweien von diesen Vorzeichnungen werde ich das auch noch tun. Und das seht ihr dann vielleicht in einem weiteren Video. Jetzt erstmal zur nächsten Art der Vorzeichnung. Diesmal nehme ich eine Methode, die relativ bekannt ist. Und zwar ziehe ich ein Gitter auf dem Zeichenpapier. Ich habe davor auch das Referenzbild mit einem Gitter überzogen. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch schauen, wie viel Gitter ich brauche und halt entsprechend viele Striche auf mein Blatt Papier machen. Und anschließend wird Gitter für Gitter bzw. Quadrat für Quadrat gearbeitet. Und dabei wird genau übertragen, was ich in dem jeweiligen Quadrat auf dem Referenzfoto sehe. Hier seht ihr jetzt, dass ich zwar auch mit den Details anfange, aber dadurch, dass ich die Gitter habe, kann ich insgesamt nicht verschieben oder verrutschen. Dadurch habe ich automatisch die richtigen Proportionen, weil ich halt mich wirklich nur von einem Gitterstückchen zum nächsten vorhangeln muss und kleinere Fehler sofort sehe und auch sofort korrigieren kann. Wenn ich mit Gitter arbeite, was ich nur tue normalerweise, wenn ein Motiv sehr schwierig ist oder zum Beispiel eine ganz sonderbare Perspektive gezeigt wird, die ich nach mehreren Versuchen anders nicht hinbekomme, dann mache ich es normalerweise so, dass ich erst alle Umrisse zeichne und später die Details einzeichne. In diesem Fall ist das etwas anders, weil ich die Zeichnung tatsächlich später ausarbeiten möchte und zwar nur als Licht- und Schattenzeichnung. Deswegen wird sie nachher auch nicht fertig aussehen, sondern nur angedeutet sein, weil ich nur die Bereiche ausgezeichnet habe oder eingezeichnet habe, die später Licht werden, während ich die Schattenpartien komplett schwarz gelassen habe. Da verstärke ich jetzt einfach nochmal die Umrisse. Und anschließend radiere ich die Gitter aus. Das ist was Persönliches. Man kann die Gitter auch stehen lassen, bis man die jeweiligen Quadrate dann vollständig ausgearbeitet hat. Aber ich persönlich mag die Gitter einfach nicht stehen haben, weil sie mich irritieren. Und wenn ich es ausradiert habe, dann repariere ich die Zeichnung nochmal, damit sie danach dann in allen Details auch passt. Die dritte Möglichkeit, eine Vorzeichnung anzufertigen, finde ich persönlich am besten. Man sieht jetzt leider auf dem Video nicht so viel, weil es etwas über- und gleichzeitig unterbelichtet ist. Ich ziehe am Anfang einfach zwei Massekreise, die grob die Brustpartie und die Beckenpartie zeigen. Dann ziehe ich einen Massekreis für den Kopf und einen kleineren für die Schnauze, wobei ich Kopf und Schnauze später noch korrigiere. Anschließend verbinde ich einfach Massekreis von Brust mit dem Becken und zeichne dann auch schon die ersten Details ein. Dadurch, dass die Masse schon bestimmt ist und der Körper deswegen einfach schon quasi vorliegt, geht es relativ rasch. Ich brauche für die ganze Vorzeichnung insgesamt 14 Minuten. Für die Zeichnung mit den Gitterlinien habe ich insgesamt 18 Minuten gebraucht, obwohl die, wie ihr gesehen habt, nicht ganz beendet war. Und für die Zeichnung ohne jegliche Konstruktion habe ich nur 10 Minuten gebraucht. Da seht ihr, dass ich erst den Kopf korrigiert habe und dann jetzt einfach grob an den Masselinien. Ich bin auch Bodybuilderin, deswegen Massephase ist ein geläufiger Begriff für mich. Ja, an den Masselinien entlang zeichne.
ehe ich dann halt die Details einzeichne. Diese Zeichnung werde ich auch noch ausarbeiten, aber das seht ihr halt, wie gesagt, in einem anderen Video. Auch hier verstärke ich dann nochmal die Umrisslinien. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber ich mache es auch, damit ihr dann besser sehen könnt, wie die Zeichnung aussieht, weil ich weiß, dass die Qualität vom Video nicht so besonders ist. Und anschließend zeige ich euch gleich nochmal die Scans der jeweiligen Zeichnungen. Die erste Vorzeichnung, die ihr jetzt hier seht, ist die, die ich komplett ohne Konstruktion und ohne Gitter gemacht habe. Und ihr seht schon, dass sie ja teilweise ein paar Fehler hat. Der Kopf ist zu gedrungen, wesentlich zu gedrungen sogar. Der Hintern ist eigentlich ganz gut geworden. Die Masse insgesamt passt, aber das vordere Bein sieht lächerlich aus. So, bei der zweiten Vorzeichnung seht ihr, dass der Kopf ein bisschen länglicher ist. Das passt insgesamt ganz gut. Ja gut, ihr seht, dass es eindeutig eine Vorzeichnung ist, also kein fertiges Bild, keine Skizze, kein nichts, sondern halt erst ausgearbeitet werden muss, was ich ja wie gesagt auch noch vorhabe. Bei der dritten Vorzeichnung, die ihr jetzt gleich seht, da seht ihr, dass der Kopf gut geworden ist, dass der Hintern aber allerdings ein bisschen zu gedrungen ist und dass insgesamt die Proportionen passen und es eine Vorzeichnung ist, auf die man aufbauen kann, was ich auch vorhabe. Diese Zeichnung werde ich noch ausarbeiten. Gut, ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Vielleicht mögt ihr selber mal alle drei Möglichkeiten ausprobieren und mir Feedback geben. Ansonsten lasst einen Kommentar da oder ein Like. Ich würde mich freuen. Jo, alles Gute.